Freunde, ich bin Dennos. Ich sehe zwar nicht so aus, aber ich bin der Hamster in deinem Kopf und ich heiße euch herzlich willkommen bei unserem neuen Video. Moinsen Freunde, Dennos wieder für euch am Start. Haha, hier mit neuem Video. Ich heiße euch herzlich willkommen und ich freue mich wieder riesig, Freunde, dass ihr bei mir vorbeischaut. Und heute gibt es mal wieder Do You Know Him, das YouTuber-Embleme raten. Und ja, ich habe heute wieder einen YouTuber für euch erstellt und wir wollen ein kleines Quiz draus machen, Freunde. Und ihr dürft wieder erraten, wer dieser YouTuber ist, beziehungsweise wenn ihr ihn noch nicht kennt, könnt ihr ihn jetzt mal ein bisschen kennenlernen. Wenn ihr ihn schon kennt und einige Dinge noch nicht wusstet, dann habt ihr jetzt ein paar Infos über diesen YouTuber. Und ich bin mal wieder gespannt, ab der wievielten Minute ihr erraten konntet, um welchen YouTuber es sich hier handelt. Und das tut ihr mir natürlich wieder unten in den Kommentaren mitteilen, Freunde. Und ihr seht schon im Hintergrund das Emblem. Es baut sich langsam auf, Freunde. Und ihr könnt das Ganze natürlich auch als ein Tutorial nehmen. Ist natürlich auch möglich, Freunde. Und wenn dann noch mal ein etwas langsameres Video zu gewünscht ist, damit ihr ein ordentliches Tutorial dafür habt, dann ist das auch kein Problem. Lasst das mir auch unten in den Kommentaren einmal da stehen, Freunde. So, ich habe wieder 12 Tipps für euch und da wollen wir mal schauen, ob wir das gemeinsam hier gelöst bekommen. Am Ende löse ich dann auf und ja. Also, Tipp Nummer 1. YouTube-Beitritt am 25.10.2010. Tipp Nummer 2. Insgesamte Aufrufe zur Zeit 36.928.672 Aufrufe, Freunde. Das ist ja schon mal eine Hausnummer. Tipp Nummer 3. Damit können die meisten wahrscheinlich was von euch anfangen. Und zwar hat dieser YouTuber eine Abonnentenzahl von 311.388 Abonnenten zurzeit, Freunde. Natürlich, wohlgemerkt. Heutiger Stand. Tipp Nummer 4. Zu finden laut Kanalinfo ist dieser YouTuber nur auf Facebook. Ihr wisst ja, Freunde, es gibt nur Tipps, die ich auch dem Kanal entnehmen kann, weil ich einfach davon ausgehe, dass nicht jeder auch auf anderen Plattformen unterwegs ist. Tipp Nummer 5. Das älteste zu findende Video auf seinem Kanal wurde am 27.03.2011 hochgeladen. Tipp Nummer 6 lehnt an Tipp Nummer 5 an. Es handelt sich um den Titel Call of Duty, Black Ops, Search and Destroy, On Firing Range plus wichtige Themen. Na, ich sag mal so, ein richtiger Profi würde es jetzt, glaube ich, schon erkennen. Das Video mit den meisten Klicks hat 445.664 Aufrufe, heutiger Stand. Und das ist schon mal eine Hausnummer. Also fast eine halbe Million Klicks auf einem Video ist schon ziemlich fett, muss ich dazu sagen. Es ist schon sehr, sehr übel. Tipp Nummer 8 lehnt an Tipp Nummer 7 an. Das Video mit den meisten Aufrufe hatte den Titel 40k Abo Spezial Nuke-Duell versus The Tesco. 2 Stunden live MW2. Also die ... stehen für den YouTuber, weil das konnte ich ja jetzt nicht sagen. Dann hätte ich das Ganze ja schon verraten, Freunde, und das wollen wir ja nicht. Ihr sollt ja ein bisschen raten hier. Kommen wir zu Tipp Nummer 9. Erstellte Playlists. Haben wir Kollega Playlists. Beat the ... die zweite, Get the Moab, Beat the ... Beast Gameplays, Road to Commander Modern Warfare 2, Montagenclips, Dinge, die ich hasse, Leech of Legend und positiv bewertete Videos. Tipp Nummer 10. Einer seiner aktuellsten Serien ist der ... also wieder der Name des YouTubers, Adventskalender. Das ist jetzt das so, was ich so entnehmen konnte. Wahrscheinlich wird sich das, also das war jetzt so die aktuellste, wo man auch wirklich, wo auch wirklich ersichtlich war, dass es dort mehrere Videos von gibt, Freunde. Ist ja auch noch nicht so lange her. Seine Gameplay-Videos enthalten ausnahmslos eine Facecam. Macht ja auch nicht jeder, Freunde. Beziehungsweise fast ausnahmslos.
Tipp Nummer 12. Das letzte Video kam vor circa 24 Stunden und trug den Titel BO3 Live... also wieder der Name des YouTubers, bekommt einen in die Fresse... So, Freunde, und für all die, die es jetzt noch nicht erraten konnten, Freunde, und es auch noch nicht so für euch ersichtlich ist, was ich jetzt gar nicht mehr glauben kann, Freunde, es handelt sich hier um X The Solution, Freunde. Und den Link könnt ihr natürlich auch wieder unten in der Videobeschreibung finden, Freunde. Könnt ihr mal vorbeischauen, wenn ihr ihn noch nicht kanntet. Wenn ihr ihn doch kanntet, dann müsst ihr mal wieder vorbeischauen, falls ihr das letzte Video noch nicht gesehen habt, Freunde. Unter anderem lasst mir auch ein kleines Kommentar da, ob mir diese Silhouette, Schrägstrich Karikatur vom The Solution gelungen ist, Freunde, oder nicht. Da bin ich natürlich auch mal richtig heiß drauf zu erfahren, was ihr davon haltet und ja, ob es dem Solution auch nahe kommt. Ich habe natürlich wieder in meiner kleinen Runde hier nachgefragt und ja, einige Leute haben ihn sofort erkannt, die ihn auch kannten. Ja, auch bei so einer Größe kennt einen halt auch nicht immer jeder, aber das können wir ja hiermit ändern und die, die ihn nicht kannten, können ihn jetzt kennenlernen, Freunde. Macht auf jeden Fall ziemlich krasse Gameplays, beziehungsweise ziemlich gute und ja, passt alles, ne? Auf jeden Fall ist schon begründet, warum dieser YouTuber ein paar Abos mehr hat wie manch anderer. Ja, auf jeden Fall, jetzt ist hier Schluss mit dem Geschleime. Ihr müsst das Ganze hier kommentieren, liken und mir sagen, was ihr von dieser Serie haltet. Und ja, wenn ihr mal selber wollt, dass der Solution das erfährt, dann liegt das in euren Händen, Freunde, nicht in meinen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Ich bin raus, euer Denosch. Haltet mir die Ohren steif, Freunde, und die Treue. Ja, irgendwie so. Peace, Freunde. Bis zum nächsten Mal.